Was geht ab, YouTube? 666 Flake am Start. Mit einem neuen Letter Opening und einem schnellen Deck Profile für euch. Einen Brief habe ich jetzt schon aufgemacht, einen Letter. Von Marvel Cards war das einer. Da habe ich mir einen King KBU bestellt. Und einen Granel, meinen zweiten Granel. Hier ist noch ein Brief von eBay mit einem tollen Verschluss, den ich auch noch mit einer Hand aufmachen kann. Endlich. Und dabei weiter filmen kann. Und das müsste, ja, genau, mystischer Flötenspieler Nummer 3 sein. Nehmen die drei Karten jetzt mal noch aus ihrem Willen. Denn das sind die letzten drei Karten, die mir gefällt haben für mein neues Deck. Ich nenne das einfach mal German Chaos Piper Control Deck. Oder wie auch immer. Und kommt er gerade hier hin. King KBU. Und der dritte Piper. So, zum Deck-Profile. Es ähnelt stark dem Deck von YCS Long Beach. Mit dem kleinen Unterschied natürlich, dass wir Wiesel in Deutschland noch nicht spielen können. Von daher habe ich mich dann dementsprechend für Granel entschieden. Jo, und ins Profile. Ein Gross. Ein Blackluster Soldier. 3 Chaos Sorcerer, 2 Granel anstelle von den 2 Wieseln und 2 Tragödia, 1 Cybertracker, die Tourguide Engine mit Sangam und 2 King KBUs, 3 der Mystic Piper, habe ich sehr billig bekommen, 1 für 5, 1 für 6 Euro, 1 Rayo, 3 der Effect Whaler, 2 Didi Crows und 1 Marseille, 2 Creatures Web, Mind Control, Buch des Mondes, 3 MST, Heavy Storm, der Topf der Gegensätzlichkeit, ein Topf der Trägheit, den ich auch noch ausgetauscht habe im Vergleich zum Long Beach Deck. Ich spiele lieber aus 1 for 1. Topf der Trägheit kommt mir zu oft tot auf die Hand, auf die Starthand und 1 for 1 kann da schon durchaus mehr reißen im Deck. Ein Reborn, ein Dark Hole und die 2 TTS. Also im Grunde genommen wirklich das gleiche Lineup wie in YCS Long Beach, das Top 8 Deck. Piper Control bis auf die 2 Granis und das 1 for 1. Mein Extra Deck zeige ich euch noch. Ein Leviathan, ein Giga Brilliant, Levi Air, eine Roach, ein Utopia, Formel Synchron, Armory Arm, Katastor, Bryonek, ein Arcanid Magier, ein Chimera Tech Fortress Drache, Festungsdrache, ein Scrap Dragon, Stardust, Black Rose und ein Ancient Parry. Jo, das ist soweit mein German Piper Control Chaos Deck und werde dann demnächst mal noch ein anderes Bild versuchen mit den 3 Piper. Hab da an was mit Baumforschung gedacht. Kann man auf jeden Fall mal viel rumexperimentieren. Jo, hoffe das Deck läuft ordentlich. Werde das mal ausprobieren am Wochenende bei der Hobbyliga. Und ansonsten bleibt wie immer dran, euer 666 Flake.